Leider ist es mal wieder an der Zeit. Ich muss wieder eine Urne drechseln. In dem Fall ist diese Urne aber nicht für einen Kollegen oder einen Kursteilnehmer. In dem Fall ist die Urne für meine eigene Oma. Bleibt sehr gerne am Video dran. Ich werde euch einige Hintergrundinformationen zu dem Material und zu diesen ganzen Prozessen nennen. Denn ich werde euch wirklich in dem Fall auch alles zeigen, was es braucht, um so eine Urne herstellen zu können. Von dem Sägeraummaterial bis halt eben hin zur fertigen Urne. Und außerdem ist mir tatsächlich, weil es halt eben eine Urne tatsächlich für ein eigenes Familienmitglied in dem Fall war, da ist mir eine Sache klar geworden, da werde ich ein bisschen später drüber sprechen, weil ich habe es schon gesagt, das ist meine dritte Urne, die ich herstelle und da gehe ich später einmal kurz drauf ein. Deswegen kümmern wir uns in der Zwischenzeit erstmal um das Rohmaterial. Ihr seht hier so ein paar Bohlen, die sehen nicht sonderlich gut geschnitten aus. Das ist in dem Fall Lindenholz. Das ist Holz, das habe ich selbst aus dem Wald auch abgeholt. Das habe ich von meinem Förster bekommen. Das ist witzigerweise auch der Nachbar von meiner Oma gewesen. Und dieses Holz habe ich selbst aufgeschnitten und habe es selbst getrocknet. Und wir haben uns in Gesprächen auch überlegt, komm, was war die Oma? Die Oma war leicht, weil sie war recht kurz. Gerade im Alter wurde sie immer kürzer und sie war sehr, sehr schmal. Da haben wir uns überlegt, okay, welches Holz passt hier? Das ist Lindenholz. Lindenholz ist nämlich auch sehr leicht, aber sehr zäh. Hat in dem Fall gepasst, denn meine Oma wurde 92 Jahre alt. Das Holz war recht dreckig. Ich habe meine Messer erst im vergangenen Video auch getauscht. Das war auch zeitlich so der Abstand. Das ist jetzt mehrere Wochen auch tatsächlich her. Und deswegen habe ich hier diese Hölzer als erstes einmal gebürstet, dass ich meine frisch geschärften Messer nicht direkt nochmal stumpf mache. Die Challenge in dem Fall war natürlich, das Holz herzurichten, aber nicht diese eigentliche Herrichtarbeit, sondern Stücke rauszutrennen, die noch gut sind. Denn auf dieses Holz hat es öfters geregnet, was mir damals nicht aufgefallen ist oder als ich es gelagert habe, weil es mehrere Jahre auch gelagert hat. Und deswegen musste ich recht viel zuschneiden, damit ich am Schluss auch ein paar verwertbare Stücke raushobeln konnte. Nachdem ich das Holz abgerichtet habe, habe ich es selbstverständlich auf dicke gehobelt, damit ich erstmal meine Grundstreifen herstellen kann. Denn wir müssen ja erstmal so einen runden Kreis herstellen und das sind jetzt in dem Fall diese Leisten. Im Prinzip stellen wir am Anfang einfach ein paar Kanthölzer her, ein paar Rechteckhölzer, die wir auf die richtige Länge schneiden können, damit wir danach unsere entsprechende Gärung anschneiden können. Gerade eine kurze Sache zu diesen Gärungsschnitten, das sieht ziemlich heiß aus, weil der Schiebeschlitten halt eben weit hinten ist und das Sägeblatt recht weit geöffnet ist. Das hat in dem Fall daran gelegen, weil die Leisten sich halt eben immer zwischen dem Sägeblatt verkeilt haben und so konnten sie einfach nach vorne runterfallen. Das war der eigentliche Grund. Normalerweise würde ich dieses Projekt in zwei Stufen verleimen, damit ich diese Segmentringe jeweils nochmal abrichten kann, damit die Leimfuge halt eben perfekt ist. In dem Fall hatte ich nicht viel Zeit, also habe ich alles in einem Schwung miteinander verklebt. Bevor das Ganze verklebt wird, teste ich in einem solchen Fall immer die Fugen, weil es sind sehr, sehr viele Schnitte und wenn da eine kleine Abweichung ist, hätte man schnell sehr große Spaltmaße. Das kontrolliere ich in dem Fall also immer. Einmal trocken ohne Leim. Ich brauche natürlich noch eine Decke, deswegen habe ich hier einige Hölzer nochmal auf die gleiche Art und Weise hergerichtet. Und währenddessen ich das mache, werde ich euch einmal kurz sagen, warum eine solche Urne immer so groß ist. Denn das Erste, was die meisten Leute sagen, wenn sie eine solche Urne sehen, ist, boah, die ist aber groß. Das hat auch tatsächlich einen Grund. Ihr habt ja innen drin das Mittelgefäß und ich finde eine Urne einfach schöner, wenn sie unten etwas abflacht. Genau aus dem Grund, damit die Urne so ein bisschen schief unten oder schräg zulaufend gedrechselt werden kann, muss sie natürlich eine entsprechende Dicke haben, dass man diese Rundung einarbeiten kann. Warum ist diese Urne dann auch noch so hoch? Das liegt einfach an der Proportion, weil die könnte 3–4 cm kürzer sein. Nur dann finde ich, würde sie nicht mehr so stimmig aussehen, weil es dann so ein kurzer Topf einfach wäre. Und deswegen gestalte ich diese Urne tatsächlich immer ein gutes Stück größer, als man eigentlich braucht, was die Höhe angeht. Nachdem der Leim abgebunden ist, konnte ich langsam anfangen, die Drechselbank vorzubereiten. Denn ja, das Ganze muss natürlich gedrechselt werden. Und ganz ehrlich, das sieht immer sehr, sehr sketchy aus, wenn das Ganze aufgespannt wird. Aber es hat jetzt dreimal gut funktioniert. Also bin ich mal so mittlerweile auch recht sicher, dass das Ganze so halt eben auch einfach kontinuierlich gut hält. Denn wir benutzen am Anfang eine große Planscheibe, um diesen ganzen Topf aufzuspannen, um dann erstmal vorsichtig Material wegzuarbeiten, dass ich dann ein Gegenlager herstellen kann, damit die Urne besser stabilisiert wird beim Drechseln. Normalerweise achtet man ja beim Drechseln darauf, dass ein Werkstück, was man bearbeitet, immer perfekt rund läuft. In dem Fall, wenn man eine Urne drechselt, ist es tatsächlich nicht so wild, weil man kann mit Schleifpapier noch sehr viel richten. Was meine ich damit? Gerade wenn wir diesen ersten Teil runterdrechseln, dann müssen wir das Ganze später drehen und da hat man gerade bei so einem sehr, sehr großen Werkstück immer so einen leichten Versatz. Das kann dann später einfach mit 240er Schleifpapier nämlich angepasst werden, denn in dem Fall ist es nicht so wichtig, ob das Ganze jetzt perfekt rund gedrechselt ist. Das wird man später nicht mehr sehen. Deswegen lasst euch nicht beunruhigen, das Ganze wackelt, also es sieht aus, als wenn es wackeln würde.
Das wackelt so regelrecht auf der Drechselbank, einfach weil es ein großes, sperriges Werkstück ist. Das, was ich jetzt hier am Anfang bearbeite, wird später die Oberseite sein. Deswegen mache ich die auch einmal fertig, denn wir müssen das Teil ja später noch einmal drehen, damit wir die Unterseite noch rund drechseln können. Würden wir erst die Unterseite machen, könnten wir es nämlich nicht mehr richtig spannen, weil wir haben ja so eine leicht nach unten geschwungene Rundung und da könnte ich halt eben mit diesem Planscheibensegment das Ganze nicht mehr vernünftig spannen. Und aus dem Grund wird als erstes die Oberseite fertig gemacht. Jetzt kommt ganz gefährliches Halbwissen. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn ihr es besser wisst. Das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt. Das wurde mich irgendwo so ganz groß aufgepusht. Der E-Ring steht für die Unendlichkeit, weil er kein Ende hat. Irgendwie sowas. Da habe ich tatsächlich dran denken müssen. Deswegen habe ich so einen Ring noch oben in das obere Teil eingedrechselt, weil ich da in dem Moment so ein bisschen dran denken musste. Und deswegen war an dieser Uhr nach oben so ein Versatz, weil das quasi einen Ehering darstellen sollte und im übertragenen Sinne die Ewigkeit. Hört sich, wenn man es jetzt klar anspricht, ganz, ganz dubios an, aber es ist einfach ein Ring, hat auch schön ausgesehen, von daher kann man den Rest so stehen lassen. Und genau eine Sache ist mir tatsächlich so ein bisschen aufgefallen, als ich diesen Ring gedrechselt habe und speziell als ich ihn geschliffen habe. Ihr müsst euch so vorstellen, das Holz war nicht perfekt gelagert, deswegen war es teilweise ein bisschen faul. Die Stellen habe ich rausgeschnitten, aber das hat halt einfach zur Folge, dass das Holz teilweise ein bisschen weicher ist. Und als ich es gedrechselt habe, gab es ein paar Stellen, die mussten ein bisschen mehr geschliffen werden. Und eine Sache ist ja immer so normal im Berufsalltag, man versucht Arbeit schnell abzuarbeiten. Man versucht Arbeit, die reinkommt, zu sehen, okay, wie kann ich das jetzt möglichst effizient und zeitsparend machen. Aber in dem Fall war es mal ganz anders. Es war mir in dem Fall wirklich ganz egal, ob ich jetzt eine Stunde an diesem Ring stehe und den nur schleife, damit der einfach perfekt ist. Es hat in dem Fall einfach nur passen müssen. Und das war dann auch eine Sache, mit der ich mich dann über die vergangenen Uhren auch immer so ein bisschen mit den Teilnehmern unterhalten habe. Das war jetzt schon die dritte Urne. Die haben auch gesagt, das ist ultra befriedigend, wenn man dann so vor diesem Teil steht und macht halt eben diese Urne dann für ein Familienmitglied, weil man dann einfach besser mit abschließen kann. Der erste Teilnehmer, der mal bei mir war, das war sein Vater, der recht früh verstorben ist. Bei dem zweiten Teilnehmer, das war ein Kollege, das war seine Mutter, die auch recht früh verstorben ist. Und die haben beide gesagt, das ist ein scheiß Thema, das wird doch noch einmal blöd, wenn das Ding dann unter die Erde kommt. Aber es ist irgendwie anders, weil man halt eben da so das Thema mit sich selbst vielleicht ein bisschen abschließen kann. Nur das Thema war tatsächlich, als ich diese Urne abgeschlossen habe, das war für mich quasi die Beisetzung, weil das Projekt ist von mir gekommen, ich habe es damit abgeschlossen und so alles, was halt doof ist, ne, wo man dann drüber nachdenkt, hat man das doof gesagt oder was auch immer, das war mit Vollendigung dieses Projektes, das war erledigt. Ich war mit mir im Reinen, ich habe das Projekt abgeschlossen und hatte dann mehr Ruhe. Der Tag der Tage war dann nicht so schlimm für mich, weil das Projekt abgeschlossen war und ich damit quasi schon Frieden gefunden habe. Es ist, wie gesagt, für alle Beteiligten, die das vielleicht auch sehen, es ist trotzdem ein scheiß Thema. Ich will das jetzt nicht schönreden, nur ich versuche einfach so ein bisschen zu schildern, wie es halt eben ist, wenn man so ein komisches Projekt selbst mit seinem ganzen eigenen Maschinenpark herrichtet, wie man das dann halt eben oder wie das halt eben ist. Deswegen seht es mal an der Stelle bitte nach. Ich will jetzt keinen Philosoph raushängen lassen, das mache ich nämlich auch nicht. Es ist einfach befreiend gewesen. Also ich denke, das trifft es ganz gut. Wenn jetzt jemand von euch dabei ist, der sagt, okay, er würde auch gerne diese letzte Urne selbst drechseln, hat aber nicht den entsprechenden Maschinenpark oder das Know-how, ich würde euch mal meine E-Mail-Adresse einfach in die Videobeschreibung reinpacken. Wenn jemand von euch dabei ist, der sagt, okay, der hat ein Brett, vielleicht von einer Bank, wo die Mutter oder der Vater vielleicht ihr Leben lang drauf gesessen hat und das ein passendes Material wäre, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Da könnte man nämlich aus genau dem Holz so das letzte Projekt zusammen natürlich einmal halt eben drechseln. Wie gesagt, da wird man auch oder da würdest du auch so die Drechselarbeiten zum Teil übernehmen. Da würde ich dir zeigen, wie das geht. Und hier nur eine kleine Info. Soll keine Werbeveranstaltung sein. Ist es auch nicht, ist mal ganz wichtig hier zu betonen, nur es tut gut. Warum eben das halt auch nicht dann anderen Leuten ermöglichen? Also meine E-Mail-Adresse steht unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr gerne eine E-Mail hinschicken. Nachdem ich diesen oberen Teil fertiggestellt habe, konnte ich final das untere Teil fertig drechseln. Und da seht ihr jetzt auch einmal, warum diese Urne auch so dickwandig ist. Einfach, dass ich diese Krümmung nach unten weiterführen kann, ohne dass die Wandstärke darunter leiden würde und das Ganze zu instabil wird. Und das habe ich in dem Fall gemacht und dann ging es auch so langsam an die Feinarbeiten. Da mussten innen drin Klebereste noch entfernt werden und das Ganze musste natürlich hochgeschliffen werden. Diese Urne musste natürlich verschlossen werden und da habe ich aus dem gleichen Holz einen schönen Deckel verleimt. Da habe ich auch extra darauf geachtet, dass ich genügend Material habe, denn mir war es wichtig, dass die beiden Seitenstücke gleich breit sind. Deswegen habe ich das Ganze so verleimt und so geformt, dass ich halt eben links und rechts
den gleichen Abstand habe und das Ganze nicht außermittig ist. Das würde nämlich nicht schön aussehen. Diesen Deckel habe ich an der Bandsäge grob vorgeschnitten. Danach konnte ich es in die Planscheibe packen, um einen Rezess anzudrechseln. Das wird später wichtig, damit wir halt eben den genauen Durchmesser ertasten können, damit das Ganze stramm oben in der Urne halt eben drin sitzt. Nachdem ich es umgespannt habe, habe ich mich nämlich als erstes an den passenden Durchmesser herangetastet, damit die Urne auch wirklich schön abschließt oben. Das habe ich mit der Schalenröhre gemacht und hier seht ihr auch, dass ich mehrfach den Deckel ausgespannt habe, geprüft habe, ob das einen schönen Sitz ergibt und habe es dann nochmal eingespannt, um es eben weiter bearbeiten zu können. Die Schritte, die ihr hier seht, gerade bei dem Deckel, das sind auch tatsächlich immer Schritte, die ich in meinen Drechselkursen zeige. Genau so, wie ich es in den Drechselkursen zeige, mache ich es auch hier. Ich arbeite von der Mitte nach außen, um einen möglichst gleichmäßigen und guten Schnitt zu erzielen, damit man später nicht so viel schleifen muss. Diese Urne muss natürlich final irgendwie in den Boden. Das ist irgendwie komisch. Man steckt so viel Zeit in so ein Projekt, damit das Ganze dann später vergraben wird. Damit das Ganze halt eben in den Boden gelassen werden kann, müssen Bohrpositionen an den Seiten markiert werden. Danach muss das Ganze gebohrt werden, denn dort kommen einfach Schnüre durch, damit man die Urne einfach in den Boden lassen kann. Ich habe schon angesprochen, das Ganze musste schnell gehen. Aus dem Grund habe ich das Kontholz Holzfinish genommen, habe das Ganze aufgetragen, habe den Überschuss abgenommen und so konnte ich dann die Urne auch schon direkt an meinen Vater geben, dass er sich halt eben auch noch so ein bisschen anschauen kann. Und dann ist so dieser ganz, ganz komische Moment gekommen. Ich habe viele Stunden in diese Urne reingesteckt und als ich dann den Deckel aufgeschlagen habe, der perfekt gepasst hat, habe ich mir das Ganze so angeschaut und habe gedacht, ist komisch irgendwie, ne? Puff. Es sind diese 5 Stunden vorbei, in denen ich diese Urne hergestellt habe und im gleichen Maße sind halt auch eben 92 Jahre vorbei. In diesem Sinne, Leute, schönen Sonntag.